So, da geht es jetzt nochmal weiter. Ich habe die Aufnahme von den Clips immer nur eine halbe Stunde gemacht. Vorher hatte ich eine Stunde gehabt, deswegen hat es einfach jetzt beendet. Aber wir machen einfach dann hier beim zweiten Part weiter, würde ich einfach sagen. Ja, wir waren stehen geblieben. Wir haben hier eine Schlucht gefunden. Wir wollten die Map hier weiter erkunden. Und dann machen wir jetzt auch einfach weiter. Wir haben schon eine Eisenbrustplatte. Oh, guck mal, da ist ein Pilzbiom. Hallo, Pilzbiom. Aber ja, eigentlich, die Map, mit der Map hier kann man eigentlich zufrieden sein. Man hat eigentlich alles da, was man braucht, ehrlich gesagt. Pilzbiom hat man hat ein kleines Dorf mit Villagern. Man hat hier die. Konnte man eigentlich mit denen schon handeln? Aber ich denke mal schon, wenn die ihre Berufe hatten. Gehe ich mal davon aus. Ich habe es jetzt nicht getestet. Das war dumm. Hätte das testen müssen noch. Hätten es testen sollen. Und wir müssen hier mit dem Boot jetzt nochmal lang fahren, weil das mache ich jetzt hier nicht. Das war. Also man muss die Zeit ja jetzt nicht verschwenden. Wo ist der? Ah, da ist die Wegbank. So. Haben wir die. So, Boot rein. Von das Boot fährt so komisch. So. Aber nur so eine Mini-Pilzinsel, so ganz mini. Man hat hier ein bisschen Wasser, das ist eigentlich auch schön, ehrlich gesagt. Eigentlich über die Map kann man sich eigentlich echt freuen. Ja. Hier ist noch so eine kleine. Hier war ja noch eine Wüste vorhin, hat man ja gesehen, glaube ich. Wenn wir jetzt gleich nochmal nach rechts fahren, jetzt hier lang. Wie lenkt man das? Lenkt nach rechts. Boah. Boah, ist das schwerfällig. Und ein Phänomen, was ich glaube ich seit Minecraft immer noch nicht geändert hat: Zuckerrohr kann auch in der Natur bis 4 Blöcke hochwachsen. Oh, langsamer, nicht dagegen fahren. Oh, ho. Wo steigt man aus? Wo steigt man aus? Wo steige ich aus? Ah. Ich glaube, man muss das noch abbauen. Ich kann es aber ehrlich gesagt nicht sagen. Also auf R3 ist man mal nicht ausgestiegen. Sagen wir es mal so. Boah, da ist noch ein Huhn. Ich glaube, wir müssten eigentlich auch Pfeile von Skeletten bekommen. Am besten wäre es natürlich, wenn wir halt eine Skelettfarm finden würden. Boah, war direkt 2 Federn gedroppt. Oder 3 sogar? 2. Nice. Das hat es dann nochmal ein bisschen wettgemacht, dass die anderen keine Federn gedroppt haben. So, wie gesagt, wir holen uns hier ganz viel Fleisch mit, dass wir genug Nahrung haben, dass wir da keine Probleme haben. Weil ich habe schon gesagt, ich will probieren, mit einem Inventar zurechtzukommen. Wer jetzt vielleicht die erste Folge nicht gesehen hat, wenn nicht, kann er das ja gerne noch tun. Die erste Folge schauen. Stirb. So, Bett habe ich ja schon, brauche ich nicht mehr. Aber wir holen uns hier sicherheitshalber noch ein bisschen Fleischi Fleisch mit. So, dann gehen wir noch hier unten lang. Manchmal ist das schon extrem. Aber ich glaube, dass die Stunden, die Parts eine halbe Stunde sind, ist eigentlich ganz okay. Dann ist es nicht zu lange und auch nicht zu kurz, weil so 15-Minuten-Parts, das macht man nur, wenn man irgendwie so Zusammenfassungsvideos macht von irgendwas, wenn man größere Streams macht oder sowas. Davon macht man das. Aber dadurch, dass das jetzt hier so ein Kurzprojekt ist, lasse ich das einfach mal so. Dann, damit man auch wirklich alles sieht, weil ich will halt hier, sage ich mal, auch ungern was wegschneiden, weil es halt einfach, sage ich jetzt einfach mal, Nostalgie ist. Ein bisschen Nostalgie. Nein, nein, nein. So, jetzt haben wir fast. Ich hoffe, in dem Part bekommen wir die Map erkundet. Ich weiß nicht, könnten wir. Machen wir dann hiermit noch Trophäen, wenn wir theoretisch welche noch nicht haben? Aber ich meine, vom Grund Minecraft habe ich eigentlich, als hier war ein Enderman. Ich habe ihn gehört. Ah, der ist irgendwo unter uns. Ja, da kümmern wir uns später drum. Da kümmern wir uns später drum. Und je nachdem, wie die Mitte der Map aussieht, werde ich mir einfach in der Mitte so ein, ja, was heißt Lager aufbauen. Doch, aber ich denke schon so ein kleines Lager. Guck mal hier, da werden auf der Map noch oben die Koordinaten angezeigt. Das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Einfach so krass. Ranken hochklettern, ah, ja, auch schon ewig nicht mehr benutzt.
Da merkt man mal, was Minecraft früher war. Ganz ehrlich, ich muss auch echt sagen, das hier, das Minecraft, das macht mir irgendwie mehr Bock als das andere. Guck mal, hier sieht man die ganzen Zombies schon mal. Da ist ein Skelett. Mal aufpassen. So, jetzt müssen wir hier kurz stehen bleiben. So. Ich gehe mal hier an Land. Dass wir nicht zu lang brauchen, hier durchzugehen. Naja, 10 Sekunden gespart oder so. So. Und wenn man hier so ein Projekt macht, das könnte man höchstens nur in Splitscreen noch machen. Aber ansonsten wäre dann hier auch Schluss. Das finde ich traurig, dass die sollten mal echt machen, dass man die Möglichkeit hat, zwischen den einzelnen Minecraft-Versionen so rumzuswitchen. Das wäre eigentlich echt nice. Das würde ich eigentlich feiern. Hier hat man noch so einen Bergbiom. Das war ja, war da hier unser Spawn in der Nähe? Und das Spawn war ja da, wo die kleine Wüste da über meiner Rüstungsanzeige ist. Und ich gehe mal schlafen. Ich habe keinen Bock gerade auf die Zombies. Die machen wir später, wenn wir dann wenigstens mal eine Full-Eisenrüstung haben. Mein Bett ist immer noch verschwunden. Naja, da ist es ja. Hallo Bett. Tschüss Bett. So, dann gehen wir doch mal hier hoch. So, an Erzen hat sich eigentlich nichts großartig verändert. Da gibt es immer noch die Standarderze wie sonst auch. Also Eisen, Gold, Lapislazuli und so. Ich bin echt gespannt, wie das Verzauberungssystem ist. Weil da bin ich mir echt unsicher, ob das noch mit den 30 Leveln ist oder ob das schon mit Lapislazuli ist. Weil dann wäre es ein bisschen einfacher, hier Level zu farmen. Ansonsten muss ich mir echt zu 100% eine XP-Farm bauen. Mit einem Spawner. Das ist dann klar. So. Haben auch wie die Berge einfach aussahen. Das hier, das sind eigentlich noch, wenn ich ehrlich bin, bessere Berge als es heute sind in Minecraft. Aber wir wissen ja, das Bergupdate kommt und ich hoffe dann, spätestens dann, sollte eigentlich, wenn sie es nicht verkacken, jeder Minecraft-Spieler mit dem Bergupdate zufrieden sein, dass die Berge mal ordentlich aussehen, groß sind und was eigentlich auch echt geil wäre, wenn sie wirklich große Berge machen wollen, dann sollten sie die Bauhöhe erhöhen. Und das wäre was, wo ich einfach, wo glaube ich auch jeder andere einfach komplett in die Luft springen würde. Da wird jeder in die Luft springen, könnte man so heftige Gebäude bauen. Also, ich glaube, da wollen wir gar nicht drüber reden, was man dann alles bauen kann. Also, dann wird es, glaube ich, in Minecraft richtig eskalieren. Weil da kann man eigentlich fast jedes Gebäude, also ja, die meisten Gebäude der ganzen Welt, was Hochhäuser angeht, wenn man sich eine Stadt bauen will, natürlich fast jedes Gebäude der Welt eins zu eins nachbauen. Das wäre halt schon heavy. So, jetzt müssen wir uns gleich nochmal Essen braten. So. Gucken wir noch hier das Stückchen und dann jetzt gehen wir noch einmal hier quer feld ein einfach. So. Einmal kurz was fooden. So, dann sind wir hier wieder back to Origins am Anfang von unserer Map, wo wir gestartet haben. Hier war unser Spawn. Aber wir können hier einfach durchlaufen. So. Und was ich auch natürlich versuche, ist nicht zu sterben. Das sollte ja, denke ich, mal klar sein. Weil wenn ich in der Oldschool-Minecraft-Version sterbe, das wäre dann schon lächerlich eigentlich. War hier Zuckerrohr noch? Ne, war es nicht. Es war nur, sah nur so aus. So, hier in der Mitte wird wahrscheinlich alles nur Dschungel sein, was natürlich doof ist. Wenn ich Dschungel nicht mag, eigentlich. Aber kann man nichts dran ändern.
Ich weiß noch, wo ich damals, ich glaube, mein erstes Tutorial-Video sogar auf diesem Kanal hier war, wo ich eine Kakaofarm gemacht habe, weil das war was, wo dann der Dschungel auch recht neuer war. Sage ich mal, also noch so einer der neueren Sachen von Minecraft. Und da habe ich gedacht, ja komm, mache ich mal so ein Kakaofarm-Tutorial. Da war auch richtig, richtig lost eigentlich. Weil wer baut denn schon Kakao an? Ganz ehrlich. Ich werde. So. Aber dafür hat der Dschungel hier das Gute, dass man hier einfach in den Lianen hochklettern kann. Oh, an den Ranken. Das sind ja keine Lianen. Wichtiger Unterschied: Ranken und Lianen, ja. So, hier ist noch das bisschen Schneebiom. Jetzt müssen wir hier kurz nochmal chillen. Oh! So, ich mache aber, glaube ich, in der Zeit die Musik echt nochmal ein bisschen leiser, weil die ist mir irgendwann doch ein bisschen zu laut, obwohl die nur auf 5 ist. Schon krass. Aber hier ist noch Zuckerrohr. So. Hier sollten wir alles eingesammelt haben. Hier das Eis. Zweimal damals im PvP. Wenn man da Minecraft PvP gemacht hat, dann war das immer schön, wenn man gerade eine Eisfläche gefunden hat. Dann kommt man nämlich ein bisschen schneller wegrennen. Das war dann natürlich schon immer was Nices. Aber da muss ich mich an das. Ah, da hatten wir mal so ein Projekt gemacht mit so. Mit so einem Kollegen damals. TXVAI Joscha. Da, oh, das war mal. Das war mal. Mit dem Minecraft Splash. Da habe ich auch noch eine. Ich weiß nicht, das waren 5 Folgen oder was. Und da war es halt bei mir damals so, dass ich halt so eine richtig schlechte Connection hatte. Da hat es die ganze Zeit rumgeleckt bei mir. Oh, und dann immer. Die letzte Folge, die war eigentlich so richtig geil. Die habe ich eigentlich vorher gefeiert, weil der einfach so richtig lost war. So, hier vorne ist noch so ein kleines Stückchen, was ich noch miterkunden muss. Wie gesagt, ich hoffe, wir kriegen die Map hier jetzt in dem Part erkundet. Würde ich mich eigentlich drüber freuen. Wir werden, denke ich mal, hier irgendwo uns was hinbauen, eine kleine Base. Hier war es ja auch, hier ist es ja auch, glaube ich, noch nicht so, dass die Endermänner spawnen, wenn, also dass sie spawnen im Sprachfehler. So. Die Endermänner spawnen hier, glaube ich, noch nicht im Nether. Das ist auch was, wo wir dann gucken müssen. Dann sind die Endermänner vielleicht ein bisschen seltener als sonst. Aber wir werden es alles herausfinden, wenn wir mal ein bisschen länger auch in der Nacht spielen. So und spätestens gleich, wenn wir hier keine. Wenn wir hier komplett Hunger haben, werden wir nochmal. Ah, guck mal, da ist ein Enderman. Das ist ein Skelett. Und da ist noch ein Skelett. Und da ist eine Spinne und ein Zombie. So. Auch die Sichtweite hier. Ich weiß nicht, kommt die mir so komisch vor oder ist die einfach nur so schlecht? So, aber ich denke mal eigentlich, was jetzt hier. Man sieht auch halt diese. Wie das lädt, das Spiel. Das, guck mal, was. Wenn das an einem PC passieren würde. An einem, also. Ja, schlecht. Bleiben wir in der Zeit einfach mal hier stehen und. Machen. Ups, das war ja eigentlich doof. Ich will ja das eigentlich hier braten. So, machen wir hier rein. Eins, zwei. Machen wir das mal hier rein. Warten mal kurz. Weil eigentlich eins reicht. 8 Stück haben jetzt für eine Folge gereicht, dann reicht das auch. Wir haben hier sogar noch einen Apfel, den können wir auch noch essen. Theoretisch könnten wir noch einen OP-Apfel draus machen, aber brauchen wir jetzt nicht. So, holen wir jetzt das noch raus. Das noch fooden. Ja, ich denke, das kriegen wir eigentlich easy hin. Wenn wir die Map erkundet haben, machen wir auf jeden Fall Schluss dann mit der Folge. Dann kann es in der neuen Folge richtig losgehen mit Farmen. Ich hoffe, man sieht was. Ehrlich gesagt, weil das mit dem Minecraft Gamma und wenn man in Höhlen ist, das immer so eine Sache. So. Warten wir noch kurz, bis das da weg ist. Dann haben wir noch ein bisschen Vorrat.
So, noch eins danach. Oder noch zwei? Ne, ich glaube noch eins. So. Ah ja, doch noch eins. Krass. Go. So, perfekt. So, dann haben wir das nochmal und dann geht es direkt weiter. Können uns auch noch ein bisschen Holz mitnehmen, weil wir müssen uns ja eh Bücherregale machen. Wir haben jetzt halt keine Holzaxt, aber für die paar Bäumchen sollte das eigentlich auch reichen. Aber das ist gut, so können wir uns ein bisschen durchglitschen, sage ich mal. So. Na, guck mal, ist das noch ein Dorf? Oh, lol. Nice. Zweites Dorf gefunden. Und da ist auch so eine kleine Bibliothek, sage ich jetzt mal. Perfekt. Dann brauchen wir gar nicht so viel von dem, was ich jetzt noch alles gefarmt habe. So, hier ist natürlich alles unwichtig. So, dann geht's mal hier rein. Guck mal, da kann man handeln? Ja, guck mal, geil. Altes Handelssystem. Oh, man kann noch blocken. Oh mein Gott, man kann blocken. Oh mein Gott. Blocken fand ich früher eigentlich viel geiler. Muss ich ehrlich sagen. Dieses Schild, ach, das finde ich scheiße. Finde ich einfach doof, muss ich sagen. Früher mit dem Blocksystem, man hätte beides machen sollen. Mit dem Schild blocken und mit dem Schwert blocken. Das wäre doch viel cooler gewesen, als wenn man sagt, ja, ich block nur mit dem Schild. Ist natürlich ein bisschen realistischer gesehen schon besser. Oh, muss man hier aufpassen mit den Glitches. Sollen wir mal kurz schlafen gehen hier? Wie gesagt, zum Mieter habe ich keinen Bock. So. Dann gehen wir doch mal noch den Rest. Und hier ist noch eine Kuh, die killen wir auch mal sicherheitshalber noch, falls wir doch nicht genug Bücherregale hätten. Wenn wir Glück haben, finden wir so viel Zuckerrohr, dass wir gar nichts mehr anbauen müssen. Das wäre natürlich am optimalsten. Guck mal, hier sehen die Kürbisse auch noch so aus. Die haben schon direkt das Gesicht noch mit drin. Das war, ist ja seit neuestem nicht mehr so. Ich glaube, seit den letzten zwei oder drei großen Updates, wenn ich mich nicht täusche. So, haben wir hier noch irgendwas? Guck mal, was haben wir denn hier? Nee. Ende noch nicht gesichtet durch Bugs, leider nicht. Aber so groß ist die Welt ja nicht. Das macht uns auch noch mal ein bisschen einfacher, hier die Sachen zu finden. Ganz ehrlich, hier so das Weizen, das Weizen-Seeds brauche ich nicht. Ja, das Kies behalten wir mal, weil damit wir uns einen Flintenstiel fürs Nether machen können, weil da müssen wir auch auf jeden Fall rein. Das finde ich auch gut, dass wir immer, wenn man ins Ende muss, eigentlich so ganz Minecraft wirklich einmal so ein bisschen erleben muss. Man muss Farmen gewesen sein, Diamanten, man muss Obsidian finden. Also in dem Lava-Bereich dann ein bisschen sein, wo es ein bisschen gefährlicher ist, sagen wir jetzt einfach mal. Dann war man natürlich auch dementsprechend in Höhlen meistens drin gewesen. Dann, wenn man halt sich das, ja, das Enderauge machen will, braucht man natürlich Enderperlen, wo man durch Endermänner bekommt, die man halt dann natürlich nachts erfahren muss. Oder halt in Höhlen, kommt immer drauf an. Also muss man auch mal so eine Nacht in einem ganzen Durchgang erlebt haben. Und um halt die Augen generell zu craften, braucht man noch die Blaze Rods für Lohnstaub, damit man sich die machen kann. Da muss man auch im Nether gewesen sein und da auf jeden Fall in meiner Festung drin gewesen sein und die ein bisschen erkundet haben, Spawner davon gefunden haben. Ist eigentlich gut so gemacht, wie sie es gemacht haben, was zumindest mal den Ender Dragon Kampf angeht. Und dann theoretisch, wenn man halt im End gewesen ist, kann man dann natürlich noch in die End City Dimension gehen. Sage ich jetzt einfach mal. Aber die gibt es, glaube ich, hier in der Version nicht. Hier hat man einfach nur den Ender Dragon besiegt. Und dann war gut. Dann werden wir hier nochmal kurz warten, bis es
geladen hat. Oje, oje. Guckt euch das mal an. Es lädt einfach gar nicht. Ist halt schon krass. Das ist, weil hier so viel Dschungel ist, meine ich. Weil es mit dem Dschungel muss da viel laden. Also was die Weltenladerei angeht im neuen Minecraft, ist auf jeden Fall deutlich besser als in dem hier jetzt. Aber was ehrlich gesagt Layout vom Crafting-System und so angeht, und ich muss niesen. Oh, Entschuldigung, oh. So. Aber was das Crafting-System und so angeht, fand ich das frühere viel besser. Ich feiere das viel mehr. Uiuiui, hier muss man aufpassen. Kann ich nochmal hoch? Ah ja. So. Gleich haben wir es geschafft. Wo laufe ich eigentlich lang? Bin ich eigentlich doof? Ich muss doch hier lang. So, jetzt. Gefährlicher Jump. Oh, wenn ich jetzt gestorben wäre, wär ich so, hätte ich so gelacht. Das wäre lächerlich gewesen. Aber wir könnten das Boot einmal hier platzieren, weil wir hier anscheinend auf viel Wasser noch sind auf dem letzten Teil. So. Dann haben wir gleich die Map erkundet. So sieht sie aus. Da haben wir so eine Mini-Pilzinsel. Oh oh. Ich darf nicht weiterfahren. Oh. Ich bin verloren im Nichts. Aber hier kann man schön gucken. Ich sehe das Ende mal nicht. Wenn ihr was seht, schreibt es mir in die Kommentare. Ah ja, so. Und dann jetzt noch einmal hier schön in die Richtung. Hier muss man halt auch bremsen, wisst ihr? Also hier ist es so, dass man hier wirklich, wenn du fährst mit dem Boot, dann stoppt das nicht, wenn du direkt aufhörst zu fahren. So, du musst halt richtig, das nimmt halt richtig Schwung. Du musst wirklich so richtig den Stick so irgendwie nach hinten ziehen. So. Wie sind das? Ploppt das hier weg? Ah ne, da fährt man einfach drüber. Mittlerweile ist es ja so, dass die Seerosen. Guck mal, man kann hier nicht rausgehen. Wie geht man hier raus? Ah doch! Oh mein Gott! Da hat man das noch mit Linksklick gemacht. Mit Linksklick ist man hier noch ausgestiegen. Geil. Eigentlich auch viel besser. Naja, vieles, was sie besser, was sie schlechter gemacht haben. Naja. So, das heißt, die Map ist erkundet und wir machen dann an dieser Stelle nochmal einen Cut. Ah ne, so. Und dann würde ich einfach sagen, ja, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und man kann auch so blocken. Ah, ciao, ja.